Unter dem neuen Trainer Peter Bosz geht die Aufholjagd von Bayer Leverkusen Richtung Champions League-Plätze unvermindert weiter. Mit dem hochverdienten 2:0, 1:0 im 30. Westderby gegen den zuletzt starken Aufsteiger Fortuna Düsseldorf feierte die Werkself ihren 4. Ligasieg in Folge und verbesserte sich am 22. Spieltag auf den 5. Platz. 4 Tage vor dem Rückspiel in der ersten K.O.-Runde der Europa League gegen FK Krasnodar hielten Nationalspieler Kai Havertz 18. und Leon Bailey 66. die Werkself auf Europacup-Kurs. Der Sieg war verdient und das 2:0 auch gerecht, kommentierte Havertz den Erfolg am Sky-Mikrofon und unterstrich das neue Selbstvertrauen seines Teams unter Bosz. Wir werden von Spiel zu Spiel stärker. Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hakte die Niederlage hingegen schnell ab. Man kann und darf in Leverkusen verlieren. Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt, deswegen konnten wir uns vorne nicht durchsetzen. Wir hatten Leverkusens Offensive recht gut unter Kontrolle, auch wenn die beiden Tore so nicht fallen dürfen. Unsere wenigen Möglichkeiten haben wir zu wenig ausgespielt, uns fehlte dabei auch der Mut, fasste der erfahrene Coach das Spiel seiner Elf zusammen. Bosz musste sein Team gegenüber dem 0:0 im russischen Krasnodar auf einer Position umstellen. Für den am Sprunggelenk verletzten Abwehrchef Sven Bender rückte Alexander Dragovic in die Abwehrkette. Fortschnitt-Trainer Friedhelm Funkel veränderte seine Startelf im Gegensatz zum 3:0 gegen den SC Freiburg zwangsläufig auf 4 Positionen. Für den grippekranken Ex-Leverkusener Michael Rensing hütete der 39 Jahre alte Winterzugang Jaroslav Drobny, der zuletzt am 27. Januar 2017 für Werder Bremen in der Bundesliga zwischen den Pfosten gestanden hatte, das Tor. Drobny löst damit Frank Mill als ältesten Bundesligaspieler der Vereinsgeschichte ab. Vor 27.717 Zuschauern hatten die Gäste bei einem Kopfball von Kenan Karaman in der 3. Minute die erste gute Gelegenheit. Der Ball strich haarscharf am Bayer-Tor vorbei. Anschließend übernahm Leverkusen aber schnell die Spielkontrolle und hielt den Ball geschickt in den eigenen Reihen, fand gegen die gute geordnete Defensive des Aufsteigers aber zunächst kein Durchkommen. Frühes Aus für Bel Arabi, Euroleague in Gefahr. Pech hatte Bayer, dass der zuletzt überzeugende Karim Bel Arabi verletzungsbedingt schon nach einer Viertelstunde durch Lucas Alario ersetzt werden musste. Der Argentinier machte sich aber 3 Minuten nach seiner Einwechslung gleich bezahlt, als er Kevin Volland auf dem Flügel in Szene setzte, der seinerseits Havertz auflegte. Der Bayer-Jungstar ließ bei seinem 9. Saisontreffer Drobny keine Chance. Kurz darauf war Fortuna bei einem Freistoß von Markus Suttner noch einmal gefährlich, ehe auch die Gäste frühzeitig wechseln mussten. Für den angeschlagenen Jean Zimmer kam in der 27. Minute Ayman Barkok ins Spiel. Bayer 04 spielt mit Fortuna Katz und Maus, danach war es aber mit der Herrlichkeit der Düsseldorfer endgültig vorbei. Bayer ließ Ball und Gegner laufen, spielte mit Fortuna teilweise Katz und Maus. Einziges Manko, Bayer konnte seine klare Überlegenheit vor der Pause nicht in weitere Treffer ummünzen. Die beste Möglichkeit vergab Volland 41., der beim 2:1 im Hinspiel beide Treffer erzielt hatte. Auch nach der Pause dominierte Bayer das Geschehen, ging aber nach wie vor mit seinen Chancen fahrlässig um. Alario und Volland vergaben hochkarätige Möglichkeiten, ehe Bailey sein Team erlöste. Fortuna hatte zuvor bei einer seiner wenigen Konterchancen durch Nico Gieselmann beinahe den Ausgleich erzielt. Stenogramm. Aufstellungen. Leverkusen, Hiradecki, Weiser, TAH, Dragovic, Wendel, Aranguiz, Havertz, Brandt 80. Baumgartlinger, Bel Arabi 15. Alario, Volland 89. Paulinho, Bailey.
Trainer Bosch Düsseldorf Drobny, Zimmer 27. Barkok, André Hoffmann, Kaminski, Suttner 64. Raman, Matthias Zimmermann, Morales, Luque Bacchio, Fink 75. Kovnatski, Gieselmann, Karaman, Trainer, Funke, Schiedsrichter, Markus Schmidt, Stuttgart, Tore, 1:0, Havertz, 18. 2:0, Bailey, 66. Zuschauer, 27.217, gelbe Karten, Dragovic, 3, Fink, 3, Luque Bacchio, 4, André Hoffmann, 2, Torschüsse, 13:3, Ecken, 5:4, Ballbesitz, 79:21%, 2 Kämpfe, 76:82.